und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und heute geht es um die In-N-Out-Liste, ein bisschen verspätet, vom August. Wir haben schon Mitte September, ich weiß. Kurzer Disclaimer, jemand hat mir geschrieben, es wäre doch ganz cool, wenn ich mal die Sachen, die neu einziehen, einblenden würde. Das mache ich in diesem Video, ich zeige Fotos oder halte es in die Kamera. Und würde sagen, wir legen los. Ich habe letzten Monat das Minimalismus-Spiel gespielt, indem man 465 Teile aussortiert. Ich habe das Spiel erfolgreich beendet und eine Abonnentin hat mir geschrieben oder mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich den August gespielt habe, der 31 Tage hat. Und im Nachhinein ist mir noch was eingefallen. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich keine 465 Teile bei 30 Tagen aussortiert habe, sondern bei 31 Tagen, ich habe es einen Tag länger gespielt, 496 Teile. Und das habe ich im Januar, der ebenfalls 31 Tage hat, auch nicht beachtet. Das heißt, dass ich diesen Monat über 500 Sachen aussortiert habe und vom Januar zu meinem Gesamtergebnis bis jetzt noch 31 dazu rechnen muss. Ich habe mir das Ganze so ein bisschen kategorisiert. Das mache ich immer so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, aber trotz allem wollte ich die drei größten Kategorien auf jeden Fall nennen. Das war in diesem Fall die Kategorie Büro, wo Bastelbedarf, Schreibsachen, Arbeitsmaterialien und so weiter und so fort mit eingeflossen sind. Mit einer Hammerzahl von 170. Sachen an dieser Stelle. Es ist nicht schwer, an dieser Stelle eine hohe Zahl zu bekommen. Man muss nur mal Washi-Tapes durchgehen oder Kugelschreiber. Wer von uns hat nicht 1000 Kugelschreiber? Die kriegt man immer irgendwo als Werbeding. Jetzt, wir haben uns Brillen machen lassen, jetzt haben wir schon wieder zwei neue von Aktivoptik bekommen. Ich habe erst aussortiert, ne? Aber die kommen immer, die schleichen sich so ein, das ist unglaublich. Platz 2 ist die Kategorie Tupperware mit 58 Sachen und Platz 3 hat die Kategorie Deko gemacht mit 47 Sachen. Klopperteile möchte ich an dieser Stelle hier nochmal erwähnen. Ich habe einen Fernseher aussortiert, ich habe eine Couch aussortiert, das war das größte Stück. Und ich habe für mich die wertvollste Sache, Michael Kors Handtasche aussortiert. Die hat schon sehr wehgetan. Genau, ansonsten so ein bisschen durchwachsen von allem etwas. Kleidung war nicht schlecht mit 37 Sachen. Ebenfalls war die Kategorie Random, da habe ich also reingepackt, was ich jetzt nicht unterkategorisieren wollte. Die war nicht schlecht mit 36 Sachen. Und der Rest, so 18 Sachen Hund, Pflege 28 Sachen, Haushalt 11 und so weiter und so fort. Also in Summe 504 Sachen. Ich habe nichts zusätzlich aussortiert im Monat August. Ich habe ein Video hochgeladen, das hatte ich allerdings schon vorher gedreht und diese Sachen sind auch in die Juli- oder Juni-Zahl war es, glaube ich, mit eingeflossen. Meine In-Liste im Monat August. Ich habe mir einen Bikini gekauft. Ich habe mir einen Rasierhobel zugelegt, den ich sehr empfehlen kann. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir den gekauft habe und ich habe lange überlegt, ob ich mir einen zulegen soll und habe es jetzt wirklich getan und ich kann nur sagen, wer sich das überlegt, ihr braucht keine Angst oder kein Respekt, doch Respekt schon, aber ihr braucht keine Angst vor dem Ding zu haben. Man stellt sich das schlimmer vor, als es letzten Endes wirklich ist. Dann habe ich mir eine neue Nagelfeile gekauft im DM von Neon Nails, weil meine alte, die habe ich noch, die fliegt aber jetzt noch, die ist durch, die feilt nichts mehr. Und deswegen habe ich mir eine neue zugelegt. Ich habe mir zweimal Sandalen bei Aldi gekauft. Ich habe mir im Urlaub einen Packen 100er Wäscheklammern gekauft, weil ich immer viel zu wenig Wäscheklammern habe. Ich trockne meine Wäsche normalerweise im Trockner, mache das aber seit diesem Jahr vermehrt wieder draußen, weil wir hatten ja super Wetter und
Von daher habe ich wirklich sehr viel auch draußen getrocknet und gemerkt, gerade wenn man Socken, Unterwäsche und so hat, meine paar Wäscheklammern, die ich noch habe, die reichen mir nicht. Und dann waren wir in Südfrankreich und das habe ich tatsächlich im Lidl Packen 100er Wäscheklammern für 2 Euro gekauft. Mein Gott, kann's nichts verkehrt machen. Und dann habe ich mir, das war der Fehlkauf wieder schlechthin, ein Fußkettchen gekauft. Ich fand es so schön. Ich finde es immer noch schön. Es ist einfach wunderschön. Ich zeige es euch mal gerade. Es sollte so ein kleines Urlaubs Andenken einfach sein, aber das Problem ist diese Muschel. Ich habe das am Fuß. Erstens ist das hier viel zu lang, egal wie ich es mache am Fuß. Das geht in den Schuh, das stört mich. Ich traue es mich aber nicht zu kürzen, weil ich Angst habe, es geht auf. Ich bin da sehr, sehr ungeschickt darin. Und dann, wenn ich es am Fuß habe, egal was ich mache, die Muschel, die geht immer falsch rum. Das heißt, sie rollt sich jedes Mal so rum. Das heißt, die ist irgendwie falsch da dran geknibbelt und das nervt mich. Das Teil hat 4 Euro gekostet und das waren 4 unnötige Euro. Ich hatte es wirklich jetzt die ganzen Tage im Urlaub an und seit ich zu Hause bin einfach nicht mehr. Ich habe mich so verliebt, die Farben sind wunderschön, harmonieren total. Ich finde es so schön, aber es stört mich, sieht blöd aus am Fuß. Und das war wieder der Fehlkauf schlechthin, Gott sei Dank nur 4 Euro. So, es sind in Summe 7 Sachen, die ich mir im August zugelegt habe. Wir waren bei einem Stand von 1106 aussortierten Sachen Ende Juli. Dann habe ich 7 Sachen gekauft, womit wir bei 1099 aussortierten Sachen wären. Habe aber wieder 504 Sachen aussortiert, was eine Zahl von 1603 ergibt. Und wenn ich dann die 31 Sachen noch dazu addiere, die ich im Januar wegen dem zusätzlichen Tag im Spiel komplett vergessen habe, sind wir bei 1634 Sachen, die ich 2022 bis jetzt aussortiert habe. Nochmal zur Erinnerung, mein Ziel sind, glatte 2000 Sachen am Ende des Jahres aussortiert zu haben. Und ich finde, ich habe einen absoluten Sprachfehler heute und sollte somit dieses Video beenden. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es erneut geschafft habe und ich habe schon wieder Blut geleckt, es noch einmal zu spielen. Aber ich denke, das Ganze dreimal in einem Jahr ist einfach zu viel, denke ich. Und deswegen verschieben wir das auf nächstes Jahr. Genau, das war's von mir an dieser Stelle. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf meinem Kanal. Wie ihr seht, geht es um Minimalismus, Finanzen sparen, Haushalt etc. Und dann würde ich mich über ein Like oder über einen Kommentar freuen und wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Das war's von mir und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao!